Hallo, herzlich willkommen. Das Team-Interview hier, Inside DND. Blindspot Racing hier heute, Thomas Kontny und Pascal Ernst. Die beiden haben sich mal die Zeit genommen und waren hier bereit, sich den strengen Fragen von mir zu stellen. Inside DND, also heute mit Blindspot Racing. Und nicht wie versehentlich von mir Burning Rubber genannt im Interview. Also deswegen hier nochmal ein kleiner Schnitt vorweg. Und wir gehen dann direkt rein ins Interview. Also habt Spaß damit und... Ja, also Blindspot Racing, Thomas Kontny, Pascal Ernst, das sind hier unsere Interviewpartner. Viel Spaß. Das Team Pascal Ernst und Thomas Kontny, alias oder a.k.a. Die Mauer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Hallo, moin. Ich fühle mich sehr geschmeichelt für den Spitznamen. Ist aber berechtigt. Ja, ja, das sagen jetzt, das sagst du, ne? Guck dir das schon mal, kannst du mir schon mal angucken, da in dem Replay, hast schon gut gemauert. Ah, Dankeschön. Danke. Ja, aber es ist ein Porsche schwieriger geworden, muss man sagen. Ja. Ich sehe das aber ganz genauso. Ich würde das ganz genauso sehen wie du, Thomas. Es ist schon auch eine Ehre, so einen Spitznamen wegzukriegen. Jeder hat da einfach mit dir schon mal zu kämpfen gehabt. Und es ist ja auch irgendwie, ist auch so ein, ich will nicht sagen Gag, es ist einfach so ein Running-Ding, ne? So ein D&D-Teil, ne? Genau, und es ist auch, muss ich gestehen, etwas, was ich auch wissen, so, wo ich ein bisschen stolz auch drauf bin, weil fair verteidigen und in 9 von 10 Fällen auch sich nicht zu Schulden kommen lassen, das hat halt nicht jeder hier, vor allem im Sim-Racing, da sind die Fehlerquoten nochmal höher. Und deswegen, daher trage ich diesen Spitznamen, diesen Titel mit Stolz. Mit Stolz und Ehren, das darfst du auch. Und da haben wir auch direkt eine schöne Überleitung. Wir, oder ihr wisst es am allerbesten, ihr seid ja nun hier auch tatsächlich Fahrer der allerersten Stunde. Und ja, erzählt mal, ihr wart ja wirklich von Anfang an dabei. Ist das jetzt alles bei euch nahtlos immer so gelaufen? Ich weiß gar nicht, wer fängt an? Ach, wir machen es einfach locker, flockig. Also von Schönheit. Pascal, fang mal an, du. Ihr werdet euch an. Ja, vielen Dank. Ja, also ich meine, von Anfang an war das eine sehr entspannte Community. Ich muss gestehen, damals war es wesentlich leichter, überhaupt in die Top 20 zu kommen. Das Feld hat sich bekannterweise sehr, sehr stark verbessert. Und ja, man sieht immer noch viele alte Leute, viele alte Gesichter. Aber hat sich auch einiges verändert. Ne? Alte Leute und alte Gesichter, ne? So. Ja. Das passt hier beides. Man kann ja fast sagen, man ist inzwischen alt geworden, solange wie unsere Community besteht. Ja. Schon 4 Jahre, bald 4 Jahre. Ja. 4 Jahre. Und ja, es macht immer noch so viel Spaß wie damals, wenn nicht sogar mehr. Ja, kann ich nur bestätigen. Also es ist der Wahnsinn. Ich weiß noch, ich bin damals ursprünglich, habe ich ja ACC generell nur gekauft, um eine Abwechslung zu haben zu den F1-Spielen von Codemasters. Ja. Und dann bin ich quasi ACC als Main-Game hängen geblieben und in der Community dachte ich, ach, du bist ein bisschen dabei für ein paar Monate. Irgendwann wird sich das dann auch schon so von selber, keine Ahnung, auspendeln, sagen wir mal. Und dann bist du halt, ziehst du deine Wege weiter. Und irgendwie hat sich das jetzt so weit entwickelt, dass ich hier regelmäßiger auch an den Ligarennen teilnehme. Leider nicht so oft auch bei Mad Monday und Co., wie ich es gern hätte. Aber dass man jetzt seit 4 Jahren dabei ist, ist schon krass. Aber es ist auch wechselhaft bei dir, ne? Es gibt ja so Phasen, da bist du, da hat man das Gefühl, da hast du irgendwie einen ganzen Monat jeden Mad Monday mitgenommen und auch jedes Ligarennen dann irgendwie über eine Season mal gefahren. Aber gut, ist halt so, ne? Real Life geht manchmal einfach vor, ne? Dann kommt also das, da muss man dazu sagen, da ich jetzt halt auch im Studium bin und jetzt aktuell auch so die Wohnsituation sich ein bisschen geändert hat, Leben geht halt weiter, man ist busy AF, Nebenjob steht jetzt an und so ein Zeugs. Da ist dann, manchmal nur so, du bist dann 1 oder 2 mit Mondays dabei oder fährst die 20 Runden auf Krampf durch, um dann mal an Ligarennen noch teilzunehmen. Wenn ich es vergleiche, früher, als ich ja angefangen habe hier bei euch und als das alles angefangen hat, habe ich noch bei meinen Eltern ja gelebt mit 20. Mhm. Und dann bin ich 1,5 Jahre oder ein halbes Jahr später ausgezogen. Und da hat es dann gesehen, Leben kostet Leben, da bist du busy wie sonst was. Und Corona neigte sich dem Ende zu und dann hast du auf einmal nicht mehr die Zeit, sich jeden Tag ins Cockpit reinzuschmeißen. Ja. Genau, und das merke ich vor allem daran, dass die Community deutlich stärker geworden ist. Also Pascal hat es ja schon angeschnitten, dass dieses Leistungsniveau so dermaßen hoch ist mittlerweile. Du kommst halt gar nicht mehr hinterher, wenn du einfach nur casual wie ich irgendwie da ein bisschen mitfährst. Weil, ich war früher, ich habe auch Silber angefangen zwar, habe dann die Silbermeisterschaft gewonnen in Season 1. Danach Season 2 bis, glaube 5 habe ich Gold noch durchgehalten. Da konnte ich regelmäßig auch mitfahren in den Top 15 und so weiter. Und danach ging es halt immer weiter, wo du gesehen hast, die Profis kommen alle nach und nach der Reihe nach. Und jetzt könnte ich, ich wäre happy, wenn ich eine Sekunde nur oder 8 Zehntel hinter einem Schompel wäre. Aber hört, das könnt ihr euch alle auch mal so als Lob einstecken hier in der Community. Also Kontny spricht euch da allen schon die Pro-Plakette aus hier, also... Wir sind Profis, also ich finde, wir sind Profis. Ja, ich habe ja immer dieses, du kennst doch dieses Amateur-Pro-Bild da, oder? Was ich da irgendwann mal gefunden habe, wo der Typ da im Anzug da an seinem Bügelbrett sitzt, mit seinem, keine Ahnung, Trustmaster T100. Ich erinnere mich. Ja, aber genau so, ne? Also es ist schon sehr competitive geworden hier, muss ich ja auch immer wieder zugeben. Und ich habe das ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch mitbekommen habt, aber ich streame ja hier und da auch mal so ein paar andere Sachen und auch mal bei einer anderen Liga, wo ich ab und zu mal so die Rennen so ein bisschen mitkommentiere. Und da ist es auch wirklich sehr competitive in den jeweiligen Pace-Feldern. Aber hier ist das ja nun wirklich teilweise so, dass du das Gefühl hast, eins bis, ja gut, diesmal ist vielleicht wieder ein bisschen anders, weil sich das mit Juni und so, das jetzt alles so ein bisschen auseinander kristallisiert hat da quasi, weil der ja nun weg ist. Aber so 1 bis 4, 5 ist auf jeden Fall wieder so ein Ding für sich. Und dann ist in der Regel so ein ganz kleiner Spalt nur, so 0,2, 0,3. Und dann hast du ja wieder so, weiß ich nicht, 10, 15 Fahrer, die sich alle innerhalb von einer Sekunde immer so tümmeln. Und wo es überhaupt nicht absehbar ist, wer sich da auf Platz 5 oder 6 platziert oder auf Platz 17, kommt manchmal so ein bisschen auf Tagesform an, würde ich mal sagen. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr eng hier bei der Pace. Und da gebe ich dir also absolut recht. Es ist wirklich hart, mit den Jungs hier noch zu fahren. Ich merke das ja nicht mit Mannis. Ich bin immer hinten dran. Das stimmt. Und nun, sag du, Pascal. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass kleinere Fehler sofort auffallen. Also selbst wenn du einen Pace-Unterschied von irgendwie 0,1 Sekunde hast oder so, sobald du einen Dreher machst oder vielleicht einfach mal dich verbremst um 20, 30 Meter, das kann schon dich 1, 2, 3 Plätze kosten in einem Rennen, die du einfach nicht wiederbekommst. Es hat man auch jetzt bei den letzten Rennen mal ab und zu gesehen. Ich erinnere mich nur an Patrick, der halt einmal kurz in der, wie wir es gerne nennen, Fuck-Off-Corner rausgeflogen ist. Und der war dann einfach bis am Ende hinter mir praktisch und kam nicht mehr ran. Ja, es ist so, ne? Da wird nichts verziehen. Die Jungs lauern hier auch alle. Das ist, also gierig sind auch immer alle, muss man ja auch sagen. Es ist halt so. Wir können aber dementsprechend, das ist ja so, was leider so ein bisschen blöd gelaufen ist, würde ich sagen, bei euch. Können wir ja vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ihr wart wirklich recht unregelmäßig mit dabei. Und das spiegelt sich dementsprechend auch so ein bisschen in der Tabelle wieder. Wir können ja mal ganz kurz raufschauen. Mhm. Und wir haben das jetzt hier auch direkt mal geöffnet mit dieser Detailgeschichte, dass wir einfach mal ganz kurz schon sehen, welches Rennen mitgefahren ist. Da muss ich auch gleich sagen, Schande über mein Haupt. Ich habe auf Paul Ricard eine Menge Zeitstrafen bekommen und 2 Punkte verloren. Die musst du nochmal erklären gleich. Ich habe geguckt, dass das Jannis reingeschrieben, also die Stewards reingeschrieben haben. Ich habe einmal Boxenlinie beim Boxeneingang überfahren. Das war halt nicht gut. Und dann habe ich noch angeblich einen Vorteil beim Start gehabt in Polrika, weil da ich mir dann einen Vorteil genommen habe. Ich habe eigentlich einfach nur meine Geschwindigkeit gehalten, meine Linie gehalten. Das Auto links von mir ist vermutlich hatte an Geschwindigkeit dann verloren. Dann habe ich es aus Versehen überholt, bevor die Ampel grün wurde. Kann sein, kann nicht sein. Ich weiß es jetzt selber nicht mal aus dem Kopf. Ist halt schade, ist auch ein bisschen ärgerlich mit den Punkten. Aber Strafe hast du dann jetzt auf... Also nur für Paul Ricard, ne? Nur Paul Ricard. Aber in Indianapolis warst du jetzt zum Beispiel auch nicht da, sehe ich jetzt hier schon. Nee, das war nicht da und das wird leider nicht das einzige Rennen sein. Ich werde Zandvoort jetzt am Freitagabend auch nicht dabei sein können, aus zeitlichen Gründen. Aber das wird hoffentlich das letzte Rennen quasi sein, wo ich aus zeitlichen Gründen nicht kann. Danach Suzuka, Misano, Silverstone, Monza sollten dabei sein. Das sollte hoffentlich gehen. Und bei Pascal das gleiche Bild, ne? So Indie... Ja, ich habe heute meine Bachelorarbeit abgegeben. Okay. Man hat Sandford schon abgesagt, aber ich habe dann doch Lust bekommen, nachdem ich irgendwie die letzten paar Wochen quasi nur Text gesehen habe und Compilerbau, mich wieder vors Lenkrad zu setzen. Das heißt, ich werde morgen geschwächt, aber definitiv teilnehmen. Da ist die eben angesprochene Gier, ja. Das ist das, was ich meine, Leute, ja. Diese Gier, die ich hier gerade erwähnte, ja, das ist genau das, was Pascal jetzt dazu treibt, sich morgen doch in das Lenkrad zu setzen und am holländischen Strand. Macht halt auch leider Bock mit den Jungs hier. Es ist der Wahnsinn. Du spielst halt... Punkte. Wir brauchen dringend Punkte. Aber Kontny, dann würde morgen teilnehmen, ne? Wollte ich gerade sagen, Kontny, also, er fährt. Aber hier mal ganz kurz, wir können mal, so schlimm sieht doch gar nicht aus, jetzt zum Beispiel auch in der Teamwertung, ne? 151 Punkte, nach oben geht noch eine ganze Menge, würde ich sagen. Ich glaube, du guckst auf das falsche Team. Ich bin Blindspot Racing ganz weit unten, auf Platz 12. Warte mal. Ups, ja, haha, ja moin, hallo, wir sind hier unten. Platz 12, Blindspot Racing. Ach so, Mensch, da ist ja mal, ich habe doch extra vorhin bei euch geschaut, wie ist mir denn das da untergegangen, Alter, das kann ja wohl nicht sein. Ja, klar, aus Gewohnheitszeiten, wir waren ja früher immer, ne, die Elite bei uns, bei D&D total. Die Elite, so Platz 8 ungefähr, das Team. Ja, absolut, und ich sag's mal so, diese Saison versuchen wir noch in die Top 10 reinzukommen. Ja, aber ist ja, stimmt, da habe ich auch hier, der Aufmacher ist ja dann auch völlig falsch, da muss ich ja nochmal völlig neu machen. Das Bild. Das machen wir aber gleich noch. Das kriegen wir noch hin. Daran soll es nicht scheitern. Ja, aber trotzdem, dann ist es natürlich, da muss ich nochmal alles zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe, aber mit 80 Punkten ist es jetzt auch nicht so übel. Ja, aber ist klar, logisch, es sind natürlich, ist genau Indianapolis, was euch jetzt hier fehlt, ne? Das ist halt, ja, beide ausgesetzt. Ja, okay, stimmt, gebe ich dir natürlich auch noch recht, das ist immer noch was ganz Entscheidendes, ne? Wir haben ja die zwei Streicher, in der Regel passiert das ja erst so nach dem 4., 5. Rennen, wo das dann wirklich ausschlaggebend ist. Gut, am Ende, sage ich es ja auch immer wieder, abgerechnet wird zum Schluss und ich denke, wir kennen euch beide, ihr seid konstante Fahrer. Und wenn ihr dann auf der Strecke seid und dann auch mal die ein oder andere Runde trainieren konntet, dann habt ihr einfach auch eure Pace, die ihr dann gehen könnt. Ne? Und jetzt hier in der allgemeinen Wertung, wir haben halt auch ein großes Starterfeld. Aktuell 27, 29. Reicher, wie gesagt, noch nicht drin. Ist ja jetzt auch nicht, wo man sagen muss, dass das irgendwie schon alles gelutscht ist. Ne? Und nach oben hin, wie gesagt, ist halt Luft. Ne? Es ist gar nicht... ihr wisst ja selber, wie schnell das geht. Ein Rennen ausgesetzt, der andere macht 23 Punkte und dann, ja... bist halt einmal da durchgezogen, ne? Durch die ganze Nummer. Wenn du dann jetzt aber auch sagst, du gehst dann ein bisschen geschwächt an die ganze Geschichte in Zandvoort ran, wie sieht das aus? Liegt dir die Strecke dann? Ist das was du magst, also wo du Bock drauf hast? Also Zandvoort an sich ist eine sehr schöne Strecke, die viel Spaß macht, aber auch viel Training, zumindest von meiner Seite, erfordert. Ja. Und der Kontny und ich, wir haben uns ja diese Saison entschieden, Autos zu wechseln und sind dann vom leichten und sanften McLaren zum räudigen Porsche umgestiegen. Ja, macht Spaß zu fahren, aber da alles rauszuholen, das dauert ein bisschen. Er kann schon zickig sein. Er ist halt anders, er fährt sich halt anders. Man muss ihn halt anders bremsen, ne? Das ist halt... Trail Breaking, was ist das? Noch nie gehört als McLaren-Fahrer. Ja. Das ist Gift für mich. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, einfach da reinzukommen wieder. Es macht unheimlich viel Spaß auf jeden Fall. Ich denke, Thomas ist damit bei. Aber und Top 20? Genau, schaffst du das mal? Ob ich... also fahren werde ich auf jeden Fall. Ja, aber ich sag ja Top 20, denkst du? Nein. Schaffst du nicht. Mein einziges Ziel diese Saison ist, den Fiesel zu schlagen. Wenn ich das schaffe, dann bin ich eigentlich schon glücklich. Hast du gehört, Nico? ist ja jetzt wieder dazugestoßen und da muss man, ich glaube, wann war das? In Season 2 haben wir uns gut und gerne mal so ein bisschen gekloppt. Also nicht... auch so am Ende der ersten Stunde quasi, ja, so reloaded. Ja, genau. Und das muss man mal wieder ausfechten. Ja, sehr, sehr nice. Nochmal, Kontny, jetzt habe ich es schon wieder leicht verdrängt. Suzuka, da bist du aber mit dabei dann wieder jetzt. Ja, Suzuka bin ich... Also Zandvoort ist hoffentlich das letzte Rennen diese Saison, wo ich nicht dabei sein kann. Suzuka, Misano, Silverstone, Monza. Da bin ich dann hoffentlich wieder komplett mit am Start. Aber dann hätten wir deine Streicher quasi durch und du müsstest dann nur noch Punkte sammeln. Richtig, das ist so, worauf ich auch gehofft habe. Und das ist dann halt das, worauf ich dann darauf hinarbeite, dass ich dann zumindest Also Top 20 in der Gesamtsaison ist sehr, sehr optimistisch. Das muss man schon so sagen. Aber so Top 25, dass ich wieder höher komme, das wäre schon ganz cool. Weil das wäre schon nice. Ja. Genau. Ja, genau. Ja. Muss ich aber mehr trainieren. Und das Gute ist aber, das könnte ich ja vielleicht noch auch sagen, da ich ja aktuell bei mir ist im Hintergrund, also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, es wird die Wohnung gerade ein bisschen umgebaut. Und dementsprechend werde ich jetzt bald auch einen Platz haben für mein Sim-Racing-Cockpit, wo ich einfach nur noch reinhüpfen kann, weil ich habe ja die aktuell so, dass ich es immer, das Cockpit überall hinschieben muss, ein paar Kabel anschließen muss und dann fahre ich halt los und dann später irgendwann wird es dann halt sein, wo ich meinen eigenen Platz habe, auch völlig unabhängig vom Schlafzimmer meiner Freundin. Wenn die mal schlafen gehen möchte, dann kann die schlafen gehen, ich kann noch ein paar Runden fahren in der Nacht. Ja. Dass ich dann halt hoffentlich, ich will nichts versprechen, aber hoffentlich in Zukunft auch wieder öfter fahren kann. Einfach mal so auf spontan. Hört. Im Kopf. Genau, genau. Weil sonst muss ich im Kopf immer vorbereiten und alles aufbauen. Dann denke ich mir manchmal so, ja, nee, doch lieber was anderes zocken. Ja, ja. Deswegen, das wird sich hoffentlich dann ändern. Ja, doch. Stell dir einen traurigen Pascal vor einem Kopf, dann genau. Baut sich das leichter auf. Mach ich. Ja, genau. Ja. Two words. Ja, aber wir müssen leider auch schon tatsächlich wieder zum Schluss kommen. Wir haben den Bogen hier schon wieder leicht ein bisschen überspannt. Das ist aber genau das, was mir immer wieder passiert hier im Interview. Deswegen habe ich mir doch schon gar keine Grenzen mehr gesetzt. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, Menes, was denkt ihr, was können wir, also du hast es ja jetzt eigentlich indirekt schon gesagt, du willst Hauptsache vom Nico Fiesel, aber jetzt mal Hand aufs Herz, was denkt ihr so von der Platzierung, was ist realistisch, nicht im Team, sondern für euch in der Einzelwertung, was denkt ihr, was könnt ihr zum Ende der Season noch erfahren? Top 20, ist das drin für euch beide? Sag du es Pascal zuerst? Ja, ich überlege gerade, also Top 20 wäre mein Ziel, das ist das, was ich anstrebe. Und wie gesagt, also ich bin immer so Richtung Zimmer und naja, Fiesel damals gefahren und das wird auch wieder meine Richtung sein. Ja. Ich hoffe ja noch, dass der Magier Schompel uns ein paar Porsche-Tipps geben kann. Den werden wir auf jeden Fall nochmal anhauen. Ne, Schompel? Also mach dich bereit. Der Junge wird sowas von verhört. Und dann schauen wir mal, wie gut wir noch werden. Es ist halt wieder mit viel Trainingsaufwand verbunden. Man muss ein bisschen Zeit reinstecken einfach heutzutage. Sonst landet man außerhalb den Top 20. Und wenn wir das hinkriegen, denke ich, ist uns da definitiv ein Platz sicher. Oder mir zumindest. Ja, also richtig. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Top 20 ist ja sehr optimistisch. Ich habe mich auch in früheren Seasons immer an Patrick Zimmer orientiert. Den habe ich für mich so mit dem Augenzwinker natürlich ein bisschen als Rivalen immer für mich markiert. Ob er will oder nicht, damit muss er leben. Aber ja, ich versuche dann wieder in die Richtung hinzukommen und ich bete einfach oder mal's mir im Kopf aus, wenn die Streicher alle verrechnet werden, dann komme ich ja ein paar Positionen höher, von daher Top 25 Minimum, Top 20 wäre mega, mal schauen, wie es die Zeit bringen wird. Also AMG-Hack ist das, was du ja, im besten Falle von dir haben willst. Genau, immer. Richtig. Ja, okay, super. Dann, auf gute alte Zeiten, ne, mit ihm. Ich war ja dein Teamkollege mal. Ja, das ist halt auch was, was natürlich, wenn man von der ersten Stunde dabei ist, darf man auch immer nicht außer Acht lassen. Man kennt die ganzen Leute ja auch immer so, ne? Man geht dann auch immer ein bisschen anders ran. Und klar ist es, haben wir alle irgendwo so dieses, es hört sich jetzt so doof an, wenn man das so sagt, weil wir hier so Sim-Racing machen, aber trotzdem hat man es ja genau deswegen, hat man ja irgendwie doch so ein gewisses Rennfahrergehen, sonst würde man den ganzen Scheiß ja nicht machen. Und ja, es ist schon, man tritt hier schon an, man will schon gewinnen, in Anführungsstrichen, ne? Aber es ist ja dann, je länger man mit so einer Community fährt, geht es einem ja ganz oft, bei mir ist es auf jeden Fall ganz oft schon so der Fall, es geht eigentlich auch hauptsächlich wirklich nur um dieses gemeinsame Fahren, man kennt die Leute, man weiß, wie man mit denen zusammen geil irgendwie auch mal Side by Side oder Street Wide in eine Kurve reingehen kann und das ist dann schon ein geiles Feeling. Und ja, deswegen, man muss das vielleicht auch immer nicht ganz so ernst sehen manchmal, ne? Ja, absolut. Aber man muss aber dazu leider auch sagen, also leider in Anführungszeichen, wenn man nicht trainiert, dann kann man auch, dann fährt man halt meistens wirklich hinterher, deswegen ja. Dann schon. Aber grundsätzlich hast du ja recht. Das ist halt einfach das Wichtigste, dass man gemeinsam hier fährt. Der große Vorteil ist ja auch, da wir eine gute Core-Community haben. Wir wissen alle, wie der jeweils andere ungefähr auf der Straße tickt. Und dementsprechend kannst du halt super enges Fighten haben, ohne dass es irgendwie krasse Kollisionen oder ähnliches gibt. Das ist schon, das ist selten im Simracing. Das hat man nicht alle Tage. Aber in der LFM wäre es deutlich gefährlicher mit Randoms. Ja, allerdings. Allerdings. Man merkt auch, wenn Leute neu dazukommen in dieses Mittelfeld, merkt man direkt, dass sie noch nicht angepasst sind an die, ich sag mal, Gebräuche, die man hat. Also man lässt sich halt relativ viel Platz, ne? Aber man weiß ungefähr, was man sich nehmen kann. Und wenn dann jemand Neues dazukommt, in dieses Mittelfeld landet, da gibt es erstmal Diskussionsbedarf auf jeden Fall bei manchen Situationen, bis man sich dann anpasst. Die bremsen auf einmal in Kurven, ich verstehe das auch nicht, du fährst einfach durch, also. Angehen. Ja. Im Notfall halt kurze taktische Karten, ne? Das richtig. So nämlich. So sieht das aus und nicht anders. In dem Sinne, Männer, wollt ihr nochmal irgendwen grüßen? Wollt ihr nochmal euch verabschieden? Letzte Alter Worte. Von Schönheit, Pascal, du zuerst. Oh, ja, ich überlege gerade noch. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an das Kernteam, an den Fiesel und an den Zimmer, mit denen ich mich häufig kloppe. Ansonsten an die Orga auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Und auf jeden Fall an dich, Matthias, für die Streams und den schönen Schnack. Ja, danke gleichfalls. Aber von mir noch, auch wie gesagt, Grüße dann gehen raus an den Zimmer, an den Nico Kerni natürlich, schöne Grüße. Und natürlich an Schompel, auf einer Hoffnung, dass er uns noch ein paar weitere Tipps gibt. Und auch hier natürlich wieder danke, Paul, dass du dir natürlich hier das alles für uns machst und organisierst. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Dankeschön. Ohne euch würde es nicht gehen, wisst ihr ja. Ja, und dann direkt noch einmal, bevor ich euch hier rausschicke aus dem Interview, Blindspot Racing natürlich. Ich weiß gar nicht, wie ich hier auf Burning Rubber kam. Das ist einfach, ich bin so Tommy Tomate gebrandet, dass ich so viel mit dem mache. Das ist einfach mein Homie. Deswegen, also seht's mir nach. Ich werde das rauspiepen. Ja? Alles gut, alles gut. Ich werde das auch nicht rauspiepen. Wir wissen nur, wo du wohnst. Ansonsten alles gut. Ich lasse das drin. Das passt einfach so zu mir und zu uns, würde ich sagen. Warum dann so ernst, ne? So war es doch irgendwie. Nee, gut, also. Das ist mein Motto. So ist es, oder? Also, ich bedanke mich bei euch, Männer, ey. Also, macht gut, habt erstmal noch einen schönen Abend und auch, dass das so kurzfristig alles nochmal geklappt hat. Ehrenmänner, danke. Und dann, toi. Und konnten wir dann spätestens Suzuka wieder auch, ne? Also, alles Gute. Richtig. Bis dahin. Jo, danke schön. Danke. Vielen Dank fürs Interview. Ciao. Danke. Ciao.